Moin Leute, was geht? In diesem Video geht es wieder um den Moonshiner, um Dinge, die ich gestern noch nicht erwähnt habe bzw. wusste und oder freigeschaltet hatte. Fangen wir gleich mal bei Maggie an. Diese hat nämlich immer noch drei verschiedene Optionen für uns. Mit Dreieck können wir nämlich erstmal unser Business ausbauen und das ist ziemlich praktisch. Denn wir können bei ihr Gegenstände kaufen wie Giftnägel, Schwarzgebrannten. Dafür die Broschüren. Bei den Erweiterungen können wir uns einfach mal eine Bar und für die Bar sogar eine Band kaufen. Wir können sogar den Stil von der Bar ändern. Wir können einen Kühler und einen polierten Kupfer für die Destille kaufen. Verschiedene Bilder für die Bar, damit diese schöner aussieht. Das ist schon richtig, richtig geil. Nebenbei, das polierte Kupfer, das ist für alle, die mit Twitch Prime verknüpft sind, gratis. Außerdem kann man bei Maggie mit X die Story-Mission spielen, beziehungsweise diese wiederholen. Ansonsten mit Viereck die Bootlegger-Missionen annehmen. Was diese ist, schauen wir uns doch gleich mal an. Die Bootlegger-Mission, diese ist wichtig für euch, wenn ihr wirklich sparen wollt und mit den Schwarzbrenner wirklich Kohle machen wollt. Denn wenn ihr diese Mission wirklich abschließt, dann sind die Maiszutaten billiger, die ihr für die Herstellung des Schwarzgebrannten braucht. Die Missionen unterscheiden sich immer mal wieder. Manchmal ist es wie bei mir, dass ihr ein paar Gegner abknallen müsst, die eine Straßensperre errichtet haben. Ansonsten kann es sein, dass ihr bei anderen Schwarzbrennern einbrechen müsst und die Destille vergiften müsst und oder zerstören. Das ist immer je nach Situation unterschiedlich. Allerdings lohnt es sich, diese zu machen, da diese auch XP für den Schwarzbrenner bringen. Und das ist schon richtig, richtig nice. Von daher macht es doch einfach mal. Seid ihr bei euren Schwarzbrenner angekommen, dann könnt ihr einfach mal mit diesen quatschen, ist ähnlich wie beim Crips. Denn ihr geht einfach mal bei Distille und geht dort einfach mal auf Zerstellen. Dort seht ihr schon unterschiedliche Zeiten, wie lange das in der Herstellung braucht, das ist schon richtig nice. Dafür macht ihr auch die Bootlegger-Missionen, damit diese billiger werden. Ich hatte allerdings diesmal diesen Gutschein, dass das für mich gratis ist. Des Weiteren braucht ihr auch Zutaten, diese werden immer angezeigt. Diese könnt ihr ganz einfach im Laden und oder beim Adam Nazar kaufen, von daher sollte das kein großes Problem darstellen. Diese braucht ihr für das Aroma eures Schwarzgebrannten, gebt dieses einfach hinzu und der Koch erledigt den Rest. Von daher ist das eigentlich kinderleicht, diesen herzustellen. Vom Schwarzgebrannten werden insgesamt 20 Flaschen hergestellt, das ist nur so eine Randinformation. Ist euer Schwarzgebrannter endlich fertig, könnt ihr diesen auch verkaufen. Dazu geht ihr auch wieder zu euren Koch hin und geht ganz unten einfach mal drauf, drückt X. Man sieht schon, 20 von 20 Flaschen sind fertig und diese könnt ihr jetzt an unterschiedliche Käufer liefern. Da ist eigentlich nur wichtig zu gucken, wer am meisten Kohle für euch über hat, weil die Entfernung ist immer ungefähr gleich. Ihr seid unterwegs mit einer Kutsche und bei dieser ist es ganz wichtig, vorsichtig zu fahren. Hier sieht man mal kurz, der Käufer ist ganz in der Nähe. Jedenfalls wichtig ist hier oben der blaue Kreis um dieses Radsymbol, denn das ist der Zustand eurer Ware. Solltet ihr irgendwo gegenfahren, dann kann dieser Zustand sich ändern und das heißt, es gibt weniger Kohle für euch. Von daher immer schön vorsichtig fahren. Außerdem könnt ihr auch bei eurer Reise auch in so eine Straßenkontrolle geraten wie ich. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lassen die Beamten euch weiterfahren oder die enttarnen euch als Schwarzbrenner, wie es in meinem Fall ist, und eröffnen das Feuer. Von daher hier ziemlich gut aufpassen. Und am besten mit einem Kollegen rumfahren, der euch beschützen kann. Ziemlich blöde ist das, wenn die Beamten eure Lieferungen treffen, weil dann kann es sein, dass ein, zwei Flaschen kaputt gehen und das bedeutet, ihr bekommt weniger Geld. Das ist ziemlich, ziemlich mies, allerdings kann man damit leben, von daher
sollte das nicht wirklich ein großes Problem sein. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall gewesen. Mir wurde die Ware ein bisschen kaputt geschossen und man sieht schon, ich bekomme ein bisschen weniger dafür, nämlich nur irgendwas bei knapp 60 Dollar rum. Allerdings ist das immer noch mehr als genug dafür, dass es in der Nähe ist und ziemlich schnell geht. Kommen wir mal zur Bar, denn in eurer Bar könnt ihr selber entscheiden, ob ihr an der Theke eure Freunde bedienen wollt oder euch selbst bedienen wollt. Da der Schwarzgebrannte, den ihr verkauft, sowieso kostenlos ist, kann man sich da ja gerne dumm und dämlich saufen. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei euren Schwarzgebrannten der Vorteil ist, dass die Ausdauer und Lebensringe Gold werden, von daher kann man sich da ja mal ein Schlückchen gönnen. Des Weiteren gibt's mit Viereck die neue Animation zu prosten. Bei dieser hält der Charakter den Becher in die Luft und sobald ihr damit aufhört, trinkt er auch diese. Wie gesagt, da das Zeug kostenlos ist, kann man sich da ja gerne besaufen. Was ich richtig witzig finde, ist einfach mal die Tatsache, wenn man richtig schöner einen im Tee hat und sich dann bedienen will, dass dann an der Seite zum Beispiel anstatt Prost Frost steht. Und das sieht ziemlich witzig aus. Richtig schön gemacht. Außerdem der Kaffee, der gleich neben der Theke ist, der ist so richtig schön Nüchternmacher. Denn ein Schluck und bumm, seid ihr nüchtern. Ziemlich geil gemacht. Von daher, wenn ihr nicht mehr betrunken sein wollt, einfach mal einen Kaffee trinken. Wenn das in echt auch gehen würde, ich glaube, da wäre der eine oder andere öfters mal besoffen. Des Weiteren gibt es in der Bar auch noch drei Fässer. Diese stehen nämlich rechts neben der Theke. Diese sind nicht nur dekorativ schön zu sehen, sondern die haben auch einen praktischen Nutzen. Nämlich kann man sich dort auch selber bedienen, wenn gerade mal keiner an der Bar steht, beziehungsweise der Theke. Überall ist das gleiche Zeug drin. Das heißt, dort kriegt ihr auch die goldenen Ringe. Von daher kann man sich dort auch gerne mal ein Schlückchen nehmen. Natürlich das Highlight in der Bar ist die Band. Da geht er einfach mal zur Klavierspielerin und sagt der, mach mal Musik für mich, denn ich will eine Runde tanzen. Denn das ist auch ein neues Feature, ihr könnt auch tanzen. Allerdings nur, wenn die Musik läuft. Ist auch irgendwie verständlich, weil ohne macht es nicht wirklich Spaß. Hier habt ihr nämlich viele verschiedene Möglichkeiten zu tanzen, denn ihr könnt zwischen verschiedenen Tanzstilen hin und her entscheiden, was euch am besten gefällt. Dort könnt ihr auch noch zusätzlich den Kunstgriff einsetzen. Das sieht dann richtig witzig aus. Naja, mit Kollegen könnt ihr dann auch schöne mal eine Runde in eurer Bar feiern. Ziemlich krasse Details, die mit diesem Update dazugekommen sind. Also bis jetzt macht es mir Spaß und ist wirklich eine Empfehlung für jeden, der sich das noch nicht gekauft hat. Des Weiteren könnt natürlich auch ihr ein Instrument spielen. Wenn dieses einfach irgendwo rumsteht, könnt ihr ganz easy dahin gehen und dieses mit Dreieck aufnehmen. Allerdings, wenn ein Bandmitglied gerade am Spielen ist, müsst ihr zu diesem hingehen und denen sagen, dass ihr gerne spielen wollt. Das sollte nicht wirklich ein Problem darstellen. Und dann könnt ihr einfach mit Viereck drücken, mit dem Spielen anfangen und oder aufhören. Das macht auf jeden Fall viel Spaß, den Charakter einfach zuzugucken, wie dieser ein Instrument spielt und ist auch gut gegen Langeweile. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein paar nützliche Tipps und Tricks über das neue Update verraten. Vielleicht kanntet ihr das eine oder andere noch nicht. Des Weiteren bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao.